Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda: Skyward Sword. Ich habe heute überhaupt gar nicht viel Zeit. Das heißt, ich muss jetzt 15 Minuten aufnehmen und dann muss ich direkt wieder in die Uni. Yay. aber immerhin klappt es noch irgendwie. Es ist ja noch angenehm. Und ich muss noch ganz viel Zeug machen. Fuck. Habe ich total vergessen. Nein! Du bist wieder zurück. Wir sind wieder in der Gegenwart. Juhu, zurück in der Zukunft. Dann weißt du jetzt alles. Ja. Auf der anderen Seite des Tores schläft Zelda. Du musst keine Angst um sie haben. Es geht ihr gut. Okay. Das Triforce, jene Kraft, die den Todbringer besiegen kann, wurde der Legende nach von der Göttin im Wolkenhort versteckt. Aber niemand weiß wo. Dazu schweigt die Legende. Mehr weiß ich leider nicht darüber, Link. Der Schlüssel zum Triforce muss sich im Wolkenhort verbergen. Du sollst dich auf die Suche nach dem Triforce machen. Hey, warte mal einen Moment! Link, ich muss mit dir reden! Alles klar, was ist los? Also, Zelda, ihr geht's doch gut, oder? Boah... Naja, sie ist in Kristall eingeschlossen, also rein vom Körper ist sie anscheinend, denke ich, noch gut erhalten. Ja, ich denke, es geht ihr gut. Zumindest kann man damit Bardos Gewissen ein bisschen beruhigen. Ansonsten würde mich interessieren, was passiert, wenn man naja klickt. Das klingt aber mehr nach der Wahrheit eigentlich. Oh. Das klingt nicht gut. Aber du wirst doch etwas unternehmen, oder? Ja. Es ist so, Link. Ich habe mich entschieden, nicht zum Wolkenhort zurückzukehren. Ich bleibe mit dem Mütterchen hier. Haha, mach nicht so ein Gesicht. Ich weiß schon, was ich tue. Weißt du, ich habe hier meine Bestimmung gefunden. Ich muss dieses Ungeheuer bewachen. Und mich um das Mütterchen kümmern und so. Meine Aufgabe ist sicher nicht so ruhmreich wie deine, aber ich bin damit zufrieden. Verstehst du? Außerdem gefällt es mir hier. Zwischen den Wolken zu leben war nicht übel, aber ein richtig fester Boden unter den Füßen ist auch nicht zu verachten. Schau! Dank Zelda und dem Mütterchen ist Leben in dieses Land zurückgekehrt. Wenn man hier einen Keimling pflanzt, würde daraus bestimmt ein toller Baum wachsen. Das hier ist sicher mal ein Ort, an dem die Menschen gerne leben wollen. Oh, wie recht er damit hat. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis ein Baum hier richtig groß wächst, aber ich habe Geduld. Das ist, was ich gerade fühle. Jedenfalls, also, grüß alle von mir, wenn du zum Wolkenherd Wolkenherd? Warum sag ich immer Wolkenherd? Gott! Wolkenhort zurückkehrst. Meine Jungs werden vielleicht traurig sein, aber sag ihnen, dass es mir hier gut geht. Danke, Link. Wofür auch immer. Aber naja, Bardo ist wirklich der Charakter, der sich am besten weiterentwickelt, finde ich. Vorher so ein totaler Grobian und plötzlich nett. Link ist ja nur ein Held geworden. Das ist ja nichts Besonderes. Zumindest für einen Helden. Also für einen normal schon Helden. Ja. Na gut, also ich habe noch genau 10 Minuten ungefähr. Warum habe ich so wenig Zeit? Ah. Vögel. Nein! Komm zurück. Sind alle verschwunden oder seid ihr noch da? Nicht mehr. Verdammt. Muss mal gucken, ob die dann wirklich nochmal in so Scharen ankommen. Yes! Geil! Eine Vogelfeder! Juhu! Von denen brauchen wir noch eine Menge mehr. Mal umdrehen, so weit wie möglich zurücklaufen. Warten. Vögelchen, kommt her! Ich will euch fangen! Warum drücke ich eigentlich immer C? So. Gott. Vögelchen, kommt her. Ich will euch nichts Böses tun. Na kommt schon. Ich mache wirklich nichts.
Ich hab's geglaubt. Verdammte Hacke, was ist denn los? Warum sehen die mich ständig? Los, kommt her. Ich will es nochmal probieren. Einmal noch. Kommt schon. Vöglis. George! Klappt nicht. Okay, dann halt nicht. No. Ich muss zurück in den Wolkenhort. Und ich nehme genau... Warte mal, da kann man hochklettern? Was gibt's da? Ich muss es wissen! Tut mir leid. Kann ich da überhaupt hoch? Sieht zumindest so voll danach aus, aber... Ich meine, was soll's da geben? Andererseits, warum soll man da nicht hoch können, wenn es da oben nichts gibt? Kurz ausruhen. Das machst du schon, Link. Bist ja schon ein großer Junge. Jetzt auch noch einmal nach oben und hier ist rein gar nichts. Das ist irgendwie doof. Kann ich von hier aus irgendwas sehen? Wo ich sonst nicht hinkomme. Ah, da hinten ist Eldin. Also sind die wirklich so dicht aneinander. Geil. Wusste gar nicht, dass man den von hier aus sehen kann. Na gut. Dann gibt's hier halt nichts und wir gehen jetzt zurück in den Wolkenhort. Ich habe nur keine Ahnung, was wir dann da machen sollen. Ich meine, mit nur 15 Minuten kann man so wenig anfangen. Na gut, wollten wir ja bitte einmal zurück. Ah, wir machen einfach wieder einen kleinen Filler-Part und suchen mal kurz wieder, Zeug zusammen. Das könnten wir machen. Ist dann halt nur die Frage, ob ich halt noch genügend Zeug habe, was ich suchen kann. Und ob ich das dann auch in 8 Minuten schaffe. Ha! Mann! Alles doof. So, Steuerung. Da hinten gibt's 2 Truhen, da gibt's 1 Truhe. Ich gehe erstmal in den Wolkenhort und guck mal, ob es da welche gibt. Das wäre schön. Nach oben. Weiter nach oben. Ich könnte auch Glücksjuwelen sammeln, eigentlich. Naja, ich singe einfach schon weiter, obwohl es nicht mehr läuft, ich weiß. Mir egal. Naja, ich hoffe wenigstens mit der Asynchronität ist es diese Folge nicht so schlimm. Ich meine, bei nur 15 Minuten, da werde ich schon irgendwas finden, dass es passt. Hoffe ich, denke ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wird man sehen. Beruhigt euch doch mal, Mann. So, Karte. Gibt's hier Zeug? Spontan sehe ich nichts. Dann gehen wir mal kurz in den Bazar rein und gucken mal, was es da gibt. Ja, ganz ruhig, Link, ganz ruhig. Ansonsten folgen wir einfach weiter der Quest. Ich meine, den Schild haben wir, glaube ich, vollständig geupgradet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Moment, wir müssen mal gucken. Wir gehen zum Choppo, Mann! Items verbessern, bitte. Alles klar, dann reden wir halt nicht über Choppo. Ja, genau, ich kann ja nicht. Verdammt. Dann halt nicht. Doof. Mann. Ja. Ich schon okay. Die Truhe ist immer noch nicht offen. Na gut. Dann... Oh, der hat eine Sprechblase. Mal kurz ansprechen. Was gibt's denn? Brühmeister. Willkommen, ach. Es tut mir leid, dass ich hier so vor mich hinseufze. Ich bekomme nachts nur keinen Schlaf mehr. Nein, ich sollte mich vor dem Kunden nicht beschweren. Tut mir leid. Weiter geht's. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, dann werde ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, den du verfeinert haben möchtest? Gerade nicht. Tut mir leid. Ich verstehe. Komm jederzeit wieder, wenn du meine Dienste in Anspruch nehmen möchtest. Alles klar, Tübi. Mach ich. Noch 5 Minuten. So sollte ich immer aufnehmen. das nervt mich jetzt gerade. Warum hatte ich das letzte Mal nicht noch einen Part aufgenommen? Ich meine, dann hätte ich nur einen Part rendern müssen, dann hätte es auch geklappt. Ja, ich bin hier richtig. Ich bin hier richtig. Ich muss oben hin. Das passt. Oh Mann, bin ich leise.
Ich hoffe, ihr versteht mich dann später noch, wenn ich dann so leise rede wie gerade eben. Und dann so laut wie jetzt. Es gibt schon ein klein wenig mehr Ausschlag in der Audiospur. Das sehe ich von hier. Verdammte Hacke. Na gut. Link mach mal auf. Danke. Könnte der alte Mann etwas zu erzählen haben? Ich meine, der ist ja Schulleiter und guckt uns so böse an. Nee, das hat nichts damit zu tun. Ja, er ist Schulleiter halt und weiß halt ganz viel und hat ganz viele Bücher. Ich meine, der muss ja was wissen über das Triforce. Triforce, auch geil. Link, hast du etwas Neues über Zelda herausgefunden? Sag schon. Und sei es nur der kleinste Hinweis, ich will alles hören. Ja, ja, die ist halt jetzt eingesperrt. Darüber kannst du noch nicht sprechen? Ich meine, ich habe gerade nichts gesagt. Ich verstehe. Ich verstehe. Es gibt Dinge, über die man nicht reden kann. Und dann soll man schweigen. Ich habe ein wenig nachgedacht, Link. Es tut mir leid, mit anzusehen, wie du dich so mutterseelenallein in deinem Schicksal stellst. Ich bin nur ein alter Mann. Aber vielleicht kann ich dir gerade deswegen helfen. Ich habe beschlossen, all mein Wissen mit dir zu teilen. Du kannst mich alles fragen, was du zum Wolkenort wissen willst. Was interessiert mich eigentlich der Wolkenhort, wenn ich die Welt retten will? Ganz ehrlich, da muss er schon ja irgendwie einen Hinweis gehabt haben, dass auf dem Wolkenhort irgendwas ist. Na gut, also fragen wir ihn einfach aus. Also, was sagst du da? Du willst wissen, was das Triforce ist? Woher weißt du? Die alten Schriften sagen leider nur sehr wenig darüber. Es ist auf jeden Fall sehr rätselhaft. Es tut mir leid. Da rede ich von meiner Weisheit und muss trotzdem passen. Na toll! Wohin jetzt? Na gut, was gibt's denn noch? Ob es jemand gibt, der dir mehr darüber oder über das. Wow. Nicht den Mund aufmachen und dabei husten und dabei noch die Zunge rausstrecken. Sehr komisches Gefühl. Ich befürchte, dass es hier im Wolkenhort keine solche Person gibt. Hier im Wolkenhort nicht. Wen dann? Es gibt Baro. Es gibt noch das Mütterchen. Einen Moment, Link. Gibt es vielleicht doch jemanden? Einen Hinweis kann ich dir geben. Vielleicht hast du von dem uralten Himmelsgeist Narisha gehört. Narisha ist seit ewiger Zeit... Narisha? Okay, also habe ich mich wirklich nicht verlesen. Seit ewiger Zeit der Hüter der Wolken. Und zugleich ein wandelndes Lexikon. Ich bin mir sicher, dass er dir etwas zum Triforce sagen können wird. Ein Lexikon? wo ist er? Ein Lexikon? Ja, er scheint in der Tat allwissend zu sein. Allerdings... Dir ist sicher schon dieser riesige Sturm, mit dieser riesige Sturmwolke aufgefallen, die vor kurzem aus heiterem Himmel erschienen ist. Es gibt das Gerücht, dass Narisha in dieser Wolke eingeschlossen wäre. Ja, das ist doof. Ich hatte Meister Otus beauftragt, mit diesem Gerücht nachzugehen. Doch kam die Sache mit Zelda dazwischen. Ich habe ihn noch nicht befragen können, aber vielleicht hat er bereits etwas herausgefunden. Vielleicht sollst du Meister Otus direkt nach Narisha fragen. Alles klar. Dann gehen wir mal zu Meister Otus. Meister Otus, bist du hier? Perfekt. Meister, ich habe etwas zu bereden. Warum? Na Link, was macht deine Suche nach Zelda? Hast du sie gefunden? Wer? Narisha? Du hast wohl mit dem Direktor geredet. Narisha befindet sich in der Sturmwolke, aber es ist nicht der Narisha, den wir kannten. Er ist ein... Monster. Er mag wie Narisha aussehen, aber als ich mich ihm das letzte Mal näherte, hat er mich angegriffen. Narishas Blick war so voller Hass. Er hat sich verändert. Irgendetwas ist geschehen. Das kann ich spüren. Entschuldigung, ich muss mich mal kurz räuspern. Wie? Du möchtest mit Narisha reden? Das ist unmöglich. Narisha ist im Moment für unsere Worte unerreichbar. Und selbst wenn du nah genug an ihn herankommen würdest, er würde dich angreifen und das wäre dein Ende. Das klingt aber nicht so toll. Was? Du willst trotzdem gehen? Nun, du willst es tun, um Zelda zu finden, oder? Gut. Ich habe das Gefühl, du lässt dich nicht davon abbringen. Ja, lass mich auch nicht.
Ich habe eine Idee. Komm mit. Okay. Was ist los? Stanislaus? Hey! Warum zum... Nein. Nein. Nein! Ich habe doch keine Zeit. Nein. Der Tornado-Stoß. Nein, nein. Ich will gerade nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, nicht schwieriger. Du musst einfach nur A drücken. Allerdings wird dein Wolkenvogel extrem schnell und in dieser Zustand hält länger an als sonst der normalen Attacke. Die Kunst ist, den Vogel im Flug stabil zu halten, deshalb lernen nur die erfahrensten Schüler der Oberstufe diese besondere Technik. Ich bin jetzt ein Schüler der Oberstufe, also kann ich diese Technik lernen. Für dich ist es eigentlich noch zu früh, aber wir wollen sehen. Vielleicht bist du ja bereit dafür. Ja, bin ich definitiv, also lass mich endlich. Sprint los und spring von hier ab, dann rufe dein Wolkenvogel. Ihr habt doch keine Zeit. Nein! Muss das jetzt wirklich machen? Ich hätte weglaufen sollen. Verdammte Hacke. Ja, ich hab doch wirklich keine Zeit. Wir sind jetzt schon 16 Minuten. Nein! Kann ich nicht irgendwie abbrechen? Du musst 10 Ziele mit dem Tornado-Stoß, den du durch Drücken von A aus willst, zerstören. Wenn du schaffst, 10 Ziele in 120 Sekunden zu stören, dann bist du ein wahrer Vogelreiter. Alles klar. Also, fangen wir an. Okay, das wird definitiv... Scheiße. Nein. Nein. Scheiße. Warum? Komm schon. Komm schon. Oh, komm. Das ist doch echt nicht wahr. Endlich ein. Wow. Ein. Ich habe noch 75 Sekunden. Das wird nie im Leben was. Ach komm. Ich krieg das nicht hin. Das krieg ich nie im Leben hin. Vor allem jetzt nicht unter dem Zeitdruck jetzt auch noch. Also generell meinem Zeitdruck und dem Zeitdruck vom Spiel. Ich könnte kotzen, wirklich. Ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Komm schon, noch eins kaputt. Auf nach oben mit dir, Link. Auf nach oben, Igarus, flieg! Mach's kaputt. Kannst du nicht eine Sache? Geht doch, seitlich kein Problem, aber von oben. Wo es eigentlich leichter zu treffen sein sollte. Noch eins kaputt, komm. Komm schon, noch drei. Noch drei. Na komm. Noch zwei. Verdammte Hacke, nein. Zeit ist um. Yay. Ich könnte kotzen. Nee, jetzt ist es egal. Jetzt kann ich jetzt auch weitermachen. In 120 Sekunden kann ich diese Technik leider nicht erlauben. Ruhe dich ein wenig aus, bin ich hier noch eine Weile. Wenn du bereit dafür einen neuen Versuch bist, sag es mir. Ganz ehrlich, nein, ich muss jetzt wirklich ganz schnell alles rendern, fertig machen, sonstiges Zeug. Ich habe keine Zeit. Mann, du doofes Spiel. Warum tust du mir das an? Das ist wirklich gemein. Wahrscheinlich hätte ich gerade eben schon abbrechen können, also einfach weglaufen können, aber... Ob ich mich jetzt noch in der nächsten Aufnahme daran erinnere, das ist eine sehr gute Frage. Und Grass hat irgendwas zu reden, aber ich habe keine Zeit. Ciao, Grass. Ich muss gehen. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.